Das ist jetzt der 8. Standort, wo wir das Projekt Bildungscampus umsetzen. Und das besonders Faszinierende ist daran, dass Kinder vom Kindergarten über die Volksschule bis zu einer weiterführenden Schule durchgehend an einem Standort begleitet werden, dass sie außerdem interessante außerschulische Angebote haben, wie beispielsweise eine Musikschule, viel Freiflächen und vor allem das Miteinander im Vordergrund steht. Außerdem besteht die Möglichkeit, nachdem die als Ganztagsschule geführt wird, dass es eine starke Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt und dass wir insbesondere auch lernschwächere Kinder sehr gut begleiten können. Das ist der Vorteil dieser verschränkten Bildungsorganisation zwischen Unterricht und Freizeit. Und wir haben Möglichkeiten, mehr musische Fächer anzubieten, aber auch mehr Bewegung den Kindern zu vermitteln, was insbesondere bei dem Umstand, dass immer mehr Kinder übergewichtig sind, von sehr wichtiger Gesundheitsprävention ist. Es ist gelungen, das Konzept Bildungscampus zu realisieren, auch architektonisch, auch mit viel Grün und Freiraum, also auch mit einem dreiteiligen Turnsaal, der die Möglichkeit bietet, wenn kein Schulunterricht ist, auch den Vereinen Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Und Christine Nöstlinger ist ja eine der ganz großen Literatinnen gewesen, leider verstorben 2018, und wir wollten ganz bewusst einen Schulstandort nach ihr benennen, weil sie so vielen Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen Freude gemacht hat mit ihrer sehr optimistischen Literatur. Und wir haben deshalb als Stadt Wien auch Bücher zur Verfügung gestellt, damit nicht nur der Name an der Schule prangt, sondern dass auch die Kinder und die Eltern weiterhin mit Christine Nöstlinger begleitet werden.